Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ich laufe jetzt schon mal langsam los. Wir husten denn da schon wieder? Ja, in der letzten Folge haben wir unsere erste Mission beendet. Wir haben die goldene Klaue zurückgeholt. Und ja, sind da hoch in die. Ich habe den Namen vergessen. Ich bin so vergesserlich. Warum was jetzt? Was haben wir denn hier? In den, da steht immer Ölsturzhügelgrab, im Ölsturzhügelgrab, immer Einzahl. So, wir sind ja hier immer noch im Flusswald, wo wir jetzt natürlich, wenn wir wollen, erstmal jetzt hier in dieses Gasthaus gehen können. Ihr braucht etwas? Schlafender Riese. Embry, Was gafft ihr so? hier, ich gebe euch einen aus. Habt ihr Bier oder Met? Wir haben Nordmet mit. Habt ihr Bier oder Met? Mal danke oder so. Ja. Gern geschehen, Freund. Shit nicht das Häl die Hälfte des Mets auf den Boden. Wir gehen jetzt mal in den schlafenden Riesen rein. Wir sind immer noch Stufe 4. Man kann ja wirklich alles Mögliche entdecken. Viele, viele Nebenmissionen. Das wird auch jetzt hier drinnen der Fall sein. Wir gucken einfach mal, was wir so hier jetzt erleben können. Ordner! Ordner! Hört ihr zu! Es ist schwierig, das nicht zu tun. Das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Habt ihr mich Hallo, sie gehört? redet mit dir. Ja, das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Na doch, lass mal reden. Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Kann Delphine. ich das Alchemielabor benutzen? Was habt ihr zu verkaufen? Ich suche noch Arbeit. Wisst ihr etwas? Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Wo erfahre ich mehr über Magie? Gerüchte. Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Sprich mit Aventus Aretino und schon haben wir die erste Nebenmission. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarls sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Banditenanführer in Festung Waldheim. Zweite Nebenmission. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Haben wir doch. Ich frage trotzdem nochmal. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Besuche den Schrein von Azura. Ihr reicht erstmal mit Gerüchten. Könnt nochmal euer Alchemielabor benutzen. Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Etwas Weizen und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Dann machen wir das. Ich bin nur der Koch, Mann. Werft einen Blick Weizen und darauf. Blasenpilz. Hast du das eventuell im Angebot? Blasenpilz, sehr gut. Das Wert 37, zwar, wir haben gerade ein bisschen Gold. Da unten ist Weizen. Das reicht jetzt erstmal. So, Bis zum wo nächsten kann ich denn Mal. euer Alchemielabor finden? Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Entschuldigung. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Ja. Mehr gibt's nicht zu sagen. Das hast du aber schon des Öfteren gesagt. Ah, Mein hier. liebster Hier haben wir Saufkumpan. Alchemielabor. Besorgt mal Wir ein können uns auch wenig. mal ein bisschen beobachten. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Experimentiere mit unterschiedlichen Zutaten, um ihre Wirkung kennenzulernen. Mit. So, hier haben wir Blasenpilz. Noch steht unbekannt. Hinzufügen. Jetzt haben wir hier Weizen. Da steht noch unbekannt. Hinzufügen. Zaubertrank. Unknown Effect. Er hat es uns ja zum Glück gerade gesagt. Aber herstellen. Tada! Erschaffe Zaubertrank. Gesundheit wiederherstellen. Entdeckte Effekte. Okay, sie nennt es hier Effekte. Weizen, Blasenpilz. So. Zack. Alchemie beenden. Machen wir erstmal kurz. So. Bleib mal kurz hier. Braucht ihr ein Zimmer? Nein, was zu. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Nee, nix. Heilkrein.
Und jetzt ist es aufgedacht. Gesundheit wiederherstellen. Das mal eben ganz kurz zur Alchemie erst einmal. Bis zum nächsten Mal. Ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Man muss halt ein bisschen was rausbekommen. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt viele Distelzweige. Könnten wir natürlich vorher was essen. Wir haben Knochenmehl. Könnten wir auch vorher was schnapulieren. Gib mir ein Humpenbier. Ach, sei doch ruhig. Komm sofort. Komm, wir nehmen mal den Distelzweig. Und Knochenmehl zusammen. Passiert da was? Herstellen? Erschaffen, Gift, Ausdauer senken. Entdeckte Effekte, Knochenmehl, das wussten wir schon, Ausdauer senken und Distel, Ausdauer senken. Gib mir ein Humpenbier. So, was könnten wir denn noch versuchen? Kommt sofort. Der will noch ein Humpenbier. Blaue Bergblume, Distel. Nee, die Knochenmehl raus, Distelzweig. Herstellen. Herstellung des Zaubertranks fehlgeschlagen. So, kann man nicht machen. Alchemie beenden. Es ist, heißt auch nicht. Komm, wir setzen uns mal ganz kurz. Machen wir es uns mal ganz kurz hier bequem. Es ist auch nicht so, dass wenn man etwas probiert, auch gleichzeitig den Effekt rausbekommt. Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt einfach mal viermal so eine Zutat frisst und dann weiß man sofort Bescheid. So ist es nicht. So, mal gucken, ob es vielleicht trotzdem funktioniert jetzt. Frostresistenz. Was haben wir noch zu Genüge? Knochenmehl haben wir schon mal. Zweimal Ausdauer senken. Ist halt doppelt effektiv. Rote Bergblume. Magiker wieder, das ist gut. Das ist gut. Rote Bergblume wird da wichtig sein. Blaue Bergblume. Gesundheit wiederherstellen. Da könnte man jetzt mal überlegen. Aber wir sehen schon ziemlich geil aus. So. Zutaten. Hier unten taucht es dann auch wieder auf. Also da brauchst du dann nicht immer raussuchen. Wenn das Gesundheit wiederherstellt und das Magiker wiederherstellt, können wir da vielleicht einen Zaubertrank herstellen? Nö, leider nicht. Hätte ja sein können. Man weiß es ja nicht. Das muss man halt alles rausbekommen. Und das macht ja irgendwie auch mega Fets. Ich kann mich auch an kein Rezept mehr erinnern. Also es ist jetzt auch alles Neuland für mich wieder. So, der Junge hier, der Spieler, der Sven. Feendahl glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Wir sprechen jetzt einfach mal das an, was er gerade gesagt hat. Ihr und Wendel mögt dieselbe Frau? Camilla Valerius weiß, dass ich der beste Mann in Flusswald bin. Dieser Elf macht sich etwas vor, wenn er denkt, sie würde ihn mir vorziehen. Ich habe ihn zum Flusswald-Handelskontor hinüberschleichen sehen, um mit ihr zu sprechen, wenn ich nicht in der Nähe bin. Er vergeudet seine Zeit. Er hört sich hartnäckig an. Warum nicht etwas dagegen tun? Ja, ohne dass zwei Menschen Zeit miteinander verbringen, erblühen nie zarte Liebesgefühle. Soll das Sarkasmus sein? Da habe ich ja schon bessere Sprüche von Orgna gehört. Aber vielleicht habt ihr recht. Dass Camilla zulässt, dass Feendahl sie besucht, bedeutet für mich nichts Gutes. Hier, ich gebe euch einen richtig giftig geschriebenen Brief. Sagt ihr, er sei von Feendahl. Das dürfte Camilla davon abhalten, den Elf zu sich einzuladen. Darf ich euch um etwas bitten? Ich habe in Helge einen Drachen gesehen. Wo habt ihr gelernt, so schön zu spielen? Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Können die Ragnar der Rote singen? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Danach fragen nur Leute vom wahren Kaiservolk. Hey, ich habe Kaiserklamotten an, also was willst du denn? Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Jetzt funktioniert das doch. Denn Kämpfe sind bald schon vergangen. Die schauen schon ziemlich cool aus. Also ich muss sagen, Aaron, ich habe mal was Gutes hinbekommen. So, um mal zu dieser Liebesgeschichte zu kommen, würde ich jetzt gerne mal den Elfen jetzt erstmal suchen. Also, das, was er durchziehen will, gefällt mir jetzt nicht. Aber er ist ja ziemlich Arschloch, so. Distel. So, wo können wir jetzt diesen finden? Er könnte jetzt natürlich hier sein, bei ihr. Schauen wir mal rein. Schauen wir einfach mal rein. Feendahl. So hieß er genau, stimmt. Feendahl. Nee. Hallo? Nicht mal
Die Braut, um die es geht, und die Frau, um die es geht, ist da. Nicht mal sie. Sie hat ihren Bruder alleine im Geschäft gelassen. So, wo könnte der denn jetzt mal sein? Hier ist Hilde. Svens und Hildes Haus. Ihr seht krank aus. Ich hoffe, es ist nicht anstrengend. Boah, hört doch mal auf zu sagen, wir sehen krank aus. Wir sind doch resistent gegen Krankheiten, ey. Was wollt ihr denn? Wir sind eine Schönheit. Wendals Haus. Müssten wir aber aufschließen. Also ist er nicht zu Hause. Distel. So würde ich das jetzt mal deuten. Aber wo soll der denn sein? Bitteschön. Warte mal. Haben wir Verschiedenes. Das ist mal weg. Härte, schließ dich dem, begib dich zur Akademie. Da. So. Dann sollten uns die Dinge eigentlich sagen. Ja, genau. Jetzt können wir uns nach den Richtern. Das macht das jetzt alles ein bisschen einfacher. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Dahin, jetzt ist es die Frage, ob das der Fremder ist. Schaut so aus, da hätte ich den nie gesucht. So, ich bin mal gespannt. Hier gibt es eine Schönheit, die in ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Also er wirkt schon mal netter. Könnt ihr mich in Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Wie auf einmal das Thema wieder total egal ist. Gut, hiermit könnten wir jetzt die Schießkunst verbessern. Kosten 240, Spielgeld 1284. Hätten wir, bekommen einmal. Schießkunst, Level 20. So, Sven wollte, dass ich Camilla diesen Brief hier überbringe und behaupte, er sei von euch. Was führt dieser Prahlhans jetzt im Schilde? Er glaubt also, er könne Camilla gegen mich aufbringen? Man kann den Spieß auch umdrehen. Hier, überbringt Camilla diesen Brief und sagt, er sei von Sven. Wollen wir doch mal sehen, was sie von ihm hält, wenn sie das gelesen hat. Oh Leute, ey. Ey, gleich schnapp ich mir Camilla. Also ehrlich, ohne Scheiß. Lebt wohl. Lebt wohl. Ach, seid ruhig. Gleich schnapp ich mir Camilla und nimm sie mit. Ehrlich, ey. Wo ist sie denn? Ist sie jetzt da drin oder was? Ja, da ist sie. Jetzt will ich übers Huhn drüber springen. Woo! Huhn-Jumping. Wieder in den schlafenden Riesen rein. Ja, das ist jetzt die Frage. Der Elf wirkt aber sympathischer. Muss ich jetzt mal gestehen. So, da drüben ist sie. Oh! Was stellst du denn gerade her? Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Fender hat mich gebeten, euch diesen Brief zu geben und zu sagen, er sei von Sven. Ich habe einen Brief für euch von Sven. Warte mal, jetzt bin ich überfordert. Jetzt bin ich überfordert. Einen Moment, warte mal. Mhm. Entschuldigung, die Waffen wollte ich jetzt nicht rausholen. Kommt sofort. Ihr seid nicht von hier. Da sind wir schon zu zweit. Naja, ich möchte jetzt nicht Fender da in die Scheiße reiten. Ich reite den doch jetzt so oder so in die Scheiße. Ich habe einen Brief für euch von Sven. Achso, okay. Nee, okay, jetzt hab ich's gecheckt. Warum habe ich jetzt gerade so lange überlegt? Okay. Ja, aber ich nehme mal stark an, jetzt einfach. Leider können wir jetzt nicht mit ihr nochmal darüber reden. Das würde mich sehr interessieren. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass dieser Sven, das. Solche Sänger, ne? Die sind ja viel rumgekommen. Und haben dann natürlich auch die Frauen sehr schnell versucht, um den Finger zu wickeln. Und er hat sie auch gleich für sich Wir wollen eigentlich ein Bad Boy sein und ich mache mir solche Gedanken. Ich habe einen Brief für euch von Sven. Schon wieder ein Gedicht, da wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr.
Bis zum nächsten Mal. Abgeschlossen. Sprich mit Fendal. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Das ist doch schon egal. Er wirkte arschiger, der Sven. So, wo ist denn der Fendal? Der ist jetzt auch schon wieder in einem Haus drin. Mensch, Leute, genießt doch ein bisschen noch die frische Luft. Jetzt ist der Lucan auch noch unterwegs. Jetzt ist in dem Handelskonto niemand mehr. Oh, jetzt sag nicht, ich komme da nicht rein. Oh, doch, oh, Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon. Das hätte mich aufgeregt. So. Hallo? Hallo? Fühlt ihr euch krank? Hallo? Was ist denn mit euch los? Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Sven verbringen wird. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. 25 Gold. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Bist du jetzt unser Freund? Ernsthaft? Öffne Himmelsrand. Haben wir den jetzt aus? Also ich wusste ja schon durch Vorheriges, dass man ja welche mit auf Weg nehmen kann, die einem helfen. Bin immer noch da. Aber das habe ich jetzt nicht gewusst. Na schön, was denn? Du bist im Befehlsmodus. Um deinem Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und drücke dann X, um deinen Befehl zu erteilen, um den Befehlsmodus zu verlassen, drücke Kreis. Was braucht ihr? Geht ihr voran? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich bin direkt hinter euch. Willst du etwas für mich tun? Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Ach, wartet doch. Ah, okay. Sonst noch etwas? Was können wir denn noch machen? Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Der kann nämlich auch Sachen für uns tragen. Wartet hier. Sehr, sehr cool. Ich finde es aber interessant. Du willst Camilla für dich. Jetzt hast du sie für dich und jetzt willst du mit uns mitreisen. Ist das nicht ein bisschen widersprüchlich? Also irgendwie hast du dir das nicht so ganz durchdacht. Könnte das sein, mein guter Fendal? Och, ich will mal kurz. Ich gebe euch Deckung. Möchte einige Dinge. Ich möchte einfach nur sehen. Was soll ich nehmen? Was der so alles hat. Jagdbogen, Stahlpfeile, Gold, Schlüssel zu Fendals Haus. Svens gefälschter Brief von. Oh, den können wir doch lesen. Was steht denn da drin? Liebe Camilla, ich weiß, ich habe euch zu Hause so manche Besuche abgestattet. Und wenn wir einander auch sehr nahe stehen, so muss ich euch doch bitten, alle Sehnsüchte, die ihr für mich empfinden möget, beiseite zu schieben. Ich bin ein echter Sohn Walenwalds und würde meine Blutlinie niemals beschmutzen, indem ich eine kaiserliche umwerbe. Ich hoffe, dass wir wahre Freunde bleiben können, sofern ihr wisst, welcher Platz eurem Volke im Altmeribund gebührt und mich als solchen respektiert. Herzlichst, Fendal. Interessant. Das war der Brief, der an dieser gefälschte Brief von Sven. Interessant. Okay. Vier trennen sich unsere Wege. Nö. Du begleitest uns jetzt erstmal ein Stück. Wir begeben uns jetzt. Komm, wir machen jetzt mal die Karte auf. Zack. Wir begeben uns jetzt nach Weißlauf. Stimmt, hier gab es diesen Banditen, glaube ich. Das können wir ein andermal machen. Jetzt zu Beginn würde ich schon versuchen, etwas der Hauptstory zu folgen. Auch wenn ich es nicht wirklich gemacht habe, egal. Laber. So, zack, so. So, folget mir. So, du bist ein Bogenschützen, ne? Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ich da mit der Magie komme, dann treffe ich dich wenigstens nicht. Oder? Also schätze ich das jetzt mal ein. Komm, wir machen hier. Stellen uns nebeneinander. Bro. Nee.
Das war jetzt nicht so der Plan. Nee, ich versuche hier ein ordentliches Foto hinzubekommen. Komm schon. So. So. Und jetzt geht's auf Reisen. Jetzt sind wir schon recht früh auf unserem Abenteuer. Nicht mehr alleine, sondern wir sind mit Fendal unterwegs. Ich habe uns jetzt eigentlich auch nie so als Einzelkämpfer irgendwie definiert. Muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Ruhe jetzt. Und schaden kann es, glaube ich, nicht. Distel. Pilze. Was haben wir denn da? Moratabinella. Ja, die hängen immer mal ein bisschen hinterher. Das kann da mittel dauern. Distel. Hase. Hirsch. So, mal kampfbereit bleiben. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke auf uns wartet. Lauert, wartet, ja. Wenn man sonst wie viele Wörter im Kopf hat und alle gleichzeitig aussprechen möchte. Wo denn? Hallo? Oh. Ja, und du machst was? Nix. Super Gehilfe hier. Aber er hat seinen Bogen gezogen, das ist gut. Da greift er aus der Ferne an, das gefällt mir. Oh, ein Glühwürmchen. Ach, ein Fackelwürmchen. Kein Glühwürmchen, sondern ein Fackelwürmchen. Tut mir leid, und wir haben auch nur seine Brust mitgenommen. Aber aus mehr als aus Flügel und Brust besteht das Tierchen auch nicht. Wo bleibt denn der jetzt? Hab ich gerade. Ich dachte, ich hätte einen Rundpunkt gesehen. Oh, Junge, ey. Wir sind gerade mal ein paar Minuten unterwegs und der nervt mich jetzt schon. Wer läuft denn da hinten? Ein bisschen beeilen hier. Ah, da haben wir schon. Da haben wir es doch schon. Da wollen wir hin. Ja, ich steck's. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Was mache ich denn? Schert euch davon! Ganz ruhig, Junge. Meine Güte, ey. Nicht so aggressiv. Kaiserliche Angelegenheiten. Ja, haltet. Oh, ey. Macht mir aggressiv. Ehrlich, ey. Werdet ihr nicht so der Überzahl und ich nur, wäre ich nicht mehr Noob oder so, dann würde ich euch wegpulverisieren, ey. Lavendel. Violette Bergblume. Lavendel. Was findet man denn hier noch Schönes? Tundra-Baumwolle, Lavendel, alles mitnehmen. Bergblume, was haben wir hier? Tundra-Baumwolle. Mir was? Nö. Bergblume, Honigbräu-Brauerei. Geiles Wort. Honigbräu-Brauerei. Schmetterling. Mondfalter. Keine Sorge, ich gehe ja schon vorbei. Ich greife euch nicht an, macht euch keine Sorgen. Noch einer. Das sind alles Zutaten. Komm, komm. Jetzt beweg dich nicht so hastig. Ja, Lavendel, super. Ja, mit dem Lavendel wollte er gerade landen. Daraus ist nichts geworden. So. Warum jetzt gerade die Musik? Das klingt ein bisschen bedrohlich. Das verwundert mich gerade. Und beunruhigt mich auch ein bisschen. Aber ich merke gerade, dass diese Folge jetzt auch schon... War da gerade was? Dass diese Folge jetzt... Da war doch gerade was. Hä? Wer schießt denn da? Also für Sternschnuppen waren die einfach zu tief. Oh, schaut euch den Mond an. Oh, sieht das geil aus.
Ja, und mit diesem Bild würde ich jetzt einfach mal sagen, beenden wir diese Folge, die jetzt ziemlich vorangeschritten ist. Ich habe keine Ahnung, von wo aus wir angegriffen wurden. Jedenfalls, auch bevor die jetzt hier ankommen und sich beschweren wollen, dass wir die uns irgendwas einmischen, obwohl wir es gar nicht tun, bewegen wir uns langsam rückwärts. Ja, wir sind nicht mehr alleine unterwegs. Das haben wir jetzt in der Folge hier erlebt. Wir haben irgendeine Liebesbeziehung, ja, auf eine komische Art und Weise geklärt. Jetzt ist er mit uns unterwegs. Jetzt hat Camilla letzten Endes niemanden mehr, aber es soll nicht unser Problem sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben noch ganz kurz den Pelagia-Hof entdeckt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Skyrim.